Mein Kuchen-TV-React. Fronts, ich habe mal wieder einen Liebessturm auf Twitter bekommen. Aber was ist es diesmal? Habe ich eine falsche Aussage getätigt? Hat jemand einen Witz nicht verstanden? Nein, dieses Mal geht es um diese Story hier. Ich und Gina machen jetzt einen Wettbewerb, wer länger den Arm ausgestreckt halten kann. Was denkt ihr? Stimmt ab. Oh, da wird jetzt Twitter erwarnet. Da ist Twitter wieder offen. Das ist jetzt wieder. Da ist gleich Polen offen. Der hat den rechten Arm ausgestreckt und ist jetzt. Jetzt ist er so schlimm wie Hitler. Ich weiß doch, als ob. Twitter, typisch Twitter. Ja, Twitter, ich hab dich lieb. Hab einfach, der hat, es ist. Ja, ich muss eigentlich nicht weiter gucken, ich weiß, was hier passiert. Schlimmer als wie Hitler, du Arm, du hast den Arm ausgestreckt, du kannst das kannst doch nie machen, das ist schlimm, du bist böse, du bist ein Rassist, du bist Hitler, du bist mit dem Twitter. Ja, KuchenTV ist aber gut, KuchenTonks, tolle Videos bei ihm, schaut auch mal bei, unbedingt bei den Videos vorbeischauen, das ist auf die Reaktor. Wir nichts ich weiß, alle glauben. Von euch werden sich jetzt fragen, hä, und was stimmt damit jetzt halt nicht? Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ich so richtig. Das schon, oder? Hat auf Twitter zwei Screenshots von diesem Bild gepostet, gemeinsam mit den Worten Cute Date Idea, wer länger den rechten Arm hochheben kann, oder? Alleine der Post ist natürlich schon Ich wusste es einfach so, ich kenne Twitter, ich kenne halt Twitter. Das ist, ich weiß halt, wie es ist. Ich weiß, das ist so. Ich kenne Twitter. Ich kenne Twitter zu gut. Es ist halt, es geht halt immer mal mit, klar, das ist halt, es ist, hast den rechten Arm hochgehoben. Ja. Will ich auch mal hier machen, hi. Jetzt bin ich halt wieder, jetzt habe ich mal gewunken, jetzt bin ich, jetzt habe ich mit dem rechten Arm gewunken. Grüß dich, Twitter. Es ist wieder, jetzt bin ich wieder Hitler oder was. Fassbar dämlich. Ich habe mit ihm auch kurz privat darüber geschrieben und er meinte halt, dass er damit halt nur triggern wollte. Dass er damit allerdings wirklich Leute erreicht hat, die jetzt denken, dass ich ein Nazi bin. Ich glaube, so weit hat er nicht gedacht. Ich bin auch an der größte Stelle Nazi aber mal überhaupt. Eine Frage an euch. Ich meine, habt ihr das früher in der Schule nicht mal gemacht, dass ihr mit einem Kumpel gewettet habt, wer länger den Arm ausstrecken kann, während ihr einen Stift in der Hand habt? Digga, das ist mega geil, macht das, Alter. Durch die Schwerkraft wird das irgendwann mega schwer. Kind, wer es nicht getan hat, schreibt es in die Kommentare. Ich habe dann auf Instagram einen Post dazu verfasst, weil ich ja kein Twitter mehr besitze, wo ich gesagt habe, dass es natürlich gespiegelt ist, weil es halt die Frontkamera gewesen ist. Und jetzt kommen natürlich die Intelligenzbestien mal wieder aus ihren Löchern gekrochen. Angeblich gespiegelt. Man sieht auch, dass das der rechte Arm ist. Ja, du hast recht. Man sieht halt eindeutig, dass das der rechte Arm ist. Und zwar am Daumen, der zum Körper geht, ne? Weil das ist nur beim rechten Arm so. Oder wie soll ich das Ganze verstehen? Ach, selbst es gibt halt wenn. Jetzt super viele Möglichkeiten, um zu beweisen, dass das halt der Gratulation, ich habe den Kontroller, ich hatte hier meine Kontrolle hoch. Yay, jetzt bin ich ein Nazi. Und dann sehr schön. Das auch im Original gemacht Kontrolle habe, hochgehalten. Dann sieht man an dieser Kameraeinstellung Spitze. Halt deutlich, dass das halt offensichtlich der linke Arm ist, der hochgehoben selbst wird. Wenn. Die Frontkamera eines Handys spiegelt halt. Das ist vollkommen normal. Aber dazu gibt es ja auch noch ganz andere. Schlimmer wie Hitler. Jetzt habe ich den rechten Arm gehoben. Ich habe sogar eine Faust gemacht. Das ist bestimmt auch irgendeine Revolutions. Beispielsweise meine Haare. Die liegen immer. Wie liegen die eigentlich? Nach rechts. Ach, Leute, genau. Kommt mal auf euer Leben. Es gibt natürlich klar. Auch noch andere Beweise. Nämlich zum Beispiel meine Haare. Die liegen nämlich immer nach rechts. Warte mal. So. Ich hätte die Flasche jetzt auch in der rechten Hand. Ach, Digga. Ja. Farben oder heftig. Aber es gibt noch andere Beweise dafür. Sehr schön. Beispielsweise meine Haare. Die liegen nämlich seit Jahren immer in genau die gleiche Richtung. Und zwar nach rechts. Weil die halt einfach genau so gewachsen sind. So ein Rassist, dieser KuchenTV. Seine Haare immer nach rechts gebogen, das ist immer, das ist so ein. Wie kann er nur? Er soll seine Haare nach links kämmen, das ist. Wie kann er nur? Damit zeigt er doch eindeutig Stellung, das ist wie, was für ein. Skandalös. Ich habe mal ein paar Screenshots aus irgendwelchen Videos rausgesucht und daran erkennt man halt, dass ich die Haare immer nach rechts trage. Denn wenn ich die nach links machen würde, dann würden die halt so nach oben gehen, anstatt zur Seite zu fallen. Das heißt, auch das ist wieder ein Beweis dafür, dass wir halt offensichtlich den linken Arm nach oben gehalten haben, da meine Haare ja zur rechten Seite gehen und die rechte Seite zur Kamera gezeigt hat und nicht weg von der. Ein weiterer Beweis dafür ist übrigens dieses Armband hier. Das trage ich nämlich seit Jahren am rechten Arm. Im Instagram-Video sieht man dieses Armband natürlich nicht, weil wir halt den linken Arm
Arm dafür benutzt haben. Inwiefern ist das Video denn angeblich gespiegelt, wenn ich dir mit 100 Beweisen dir das Gegenteil zeigen kann? Ein anderer Typ hat die Story geretweetet mit den Worten: KuchenTV ist einfach so peinlich, werde richtig aggressiv, wenn ich ihn reden höre. Da hat auch einer mit meiner Story geantwortet, dass er halt nicht direkt haten sollte. Ein anderer Nutzer... Ich bin sowieso schon so schlimm wie Hitler, weil ich... Ich bin sowieso schon Rassist, weil ich verteidige Martin Sonneborn. Ich bin ja Parteimitglied, deshalb bin ich ja sowieso schon massiv rassistisch. Das ist ja, bin ja auf Martin Sonneborns Seite, deswegen bin ich es halt, ja, es bin komplett. Aber das Thema wollen wir jetzt hier nicht nochmal aufmachen. Dazu gibt es auch noch Videos, können wir auch nochmal gleich gucken, wenn es sein muss. Hat dann einen weiteren Beweis dafür gezeigt, warum das halt offensichtlich der linke Arm gewesen ist. Und zwar trage ich in diesem Video ein Pullover von Stone Island. Bei Stone Island sind die Patches immer auf der linken Seite. Das sieht man zum Beispiel auch in meinem Video zu Jens Spahn. Als ob der sich jetzt verteidigen muss, dass er die linke statt der rechten Hand gehoben hat. Ich habe gerade die rechte Hand mit dem Controller gehoben. Das ist und. Bin ich jetzt ein Rassist? Bin ich jetzt. Dann bin ich jetzt ein Nazi. Weil ich den rechten Arm gehoben habe. Ich hebe auch manchmal den rechten Arm, um mir eine Hand am Kopf zu kratzen. Dann mache ich halt kurz hier. Da kommt es halt vor, wenn ich mich hier. Das ist. Dann mache ich halt manchmal die Bewegung hier. Es ist halt. Wenn ich hier hoch zur Facecam greifen will, wenn ich hier mal so ein bisschen was machen würde, dann ist auch hier. Es ist. Meine Fresse. Das ist dann. Das ist also ganz klar ein weiterer Beweis dafür, Leben, dass wir halt den linken Arm benutzt haben, da der Patch sich auf dieser Seite befindet. Der Typ hat jetzt geantwortet, stimmt, weil das Allgemeinwissen ist. Nein, natürlich ist das kein Allgemeinwissen. Und ich hätte das wahrscheinlich auch nicht gewusst. Aber wie wäre es denn damit, wenn man erstmal ein paar Informationen checkt, bevor man einfach anfängt, gegen irgendwelche Leute zu hetzen? Stimmt. Wenn ich das Ganze gemacht hätte, dann hätte der Typ wahrscheinlich 500 Tweets über mich gemacht. Jetzt hat der Typ natürlich zwei Möglichkeiten. Es wurde ja eindrucksvoll bewiesen, dass seine Aussage falsch ist. Entweder er sieht den Fehler ein und löscht den Tweet oder er postet halt einfach, trotzdem provoziert er damit bewusst, kann er mir nicht erzählen. Ja, ich provoziere damit auch bewusst, ja genau, das ist, ja, stimmt schon, aber das ist, ja, das lässt dich, du musst dich dann provozieren lässt. Zum Provozieren gehören immer zwei dazu, einer, der provoziert und dann der sich provozieren lässt. Das mit dem Controller war jetzt auch pure Provokation, das wäre jetzt hier natürlich sicher. Sicher. Aber du musst nicht. Das ist dann immer eine Frage, die Frage, ob du dich dadurch triggern lässt. Das ist natürlich. Oder ob du einfach mal sagst, es ist scheiße, der hat seinen Controller hochgehalten. Ja. Hast du keine anderen Probleme? Habt ihr keine anderen Probleme? Wenn das euer Problem mit Rassismus in Deutschland ist, dann. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann, ja. Wir haben ein paar Rassisten im Land, die wirklich Rassisten sind. Das sind nicht Leute wie Martin Sonneborn oder Leute, die ihren rechten Arm hochheben im Video oder irgendwie. Oder es ist. Ja. Da mal Leute, die sind Mitglied in der AfD. Nicht dein Ernst, ne? Erstmal auch geiles Argument, ja, das kannst du mir nicht erzählen. Sehr gut, Digga. Argumentation durchgespielt. Herr Richter, wir fordern den Freispruch. Mein Mandant kann es nicht gewesen sein, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, du hast recht, Digga. Freispruch. Bro, womit will ich bitte provozieren? Damit, dass ich mit meiner Freundin aus Spaß eine Challenge mache, wer länger einen Arm in der Luft heben kann, wo es ja sogar der linke gewesen ist, nicht mal der rechte. Also, wenn dich sowas provoziert und triggert, dann bin nicht ich das Problem, sondern ganz klar deine Einstellung dazu. Wenn dich sowas ich meine, provoziert. Was zur Hölle kann man denn für Probleme im Leben haben, dass wenn man sich sowas davon provoziert. Provozieren lässt? Als ob ich Zeit mit Gina verbringe und wir uns so denken, Unteraufsicht, was würdest du tun, Leute zu provozieren? Ich weiß auch nicht, wenn dich sowas provoziert. Ich würde den linken Arm heben. Ich meine, selbst provoziert. Wenn es der rechte Arm gewesen wäre, dann hätte diese Story überhaupt keinen Bezug zu Hitler, zur Nazi-Zeit oder generell zu irgendwelchen Rechten gehabt. Beim Hitler-Gruß geht der Arm halt ganz klar in die Luft. In unserer Story sieht man halt, dass wir den einfach gerade nach vorne gehalten haben. Das eine hat mit dem anderen halt überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn. Ich habe gerade 100 Bewegungen gemacht, die... exakt die Bewegung machen. Exakt den. Und.
In der Story sieht ja man nicht, ja, wie ich gesagt, mache ja auch, nicht dass wir diesen, einfach eine Challenge mach hier daraus dich nicht gemacht den. haben, wer länger den Arm in der Luft heben kann, da das natürlich mega anstrengend ist, weil die Schwerkraft den Arm nach unten drückt. Wenn du immer und überall versuchst, irgendwelche Nazi-Symbole oder Nazi-Zeichen oder sonst irgendwas zu sehen, Bro, wie gesagt, dann provoziere ich nicht, dann hast du einfach ganz gewaltige Probleme in deinem Leben. Vor allem postet eine andere Person dazu, KuchenTV hat komplett den Verstand verloren. Ja, richtig, Digga, ich heb den linken Arm. Junge, wie kann man so krank im Kopf sein, Alter? Euch möchte ich mal gerne bei der Kindererziehung sehen. Hallo Papa, hier drüben. Schnippband. Nimm den Arm runter, du Nazi! Schnippband. Hab den rechten Arm gehoben. Kommen wir mal nun zu Lil Plum zurück. Der Typ ist von meinem Post ja übelst getriggert. Lustigerweise hat er selber noch vor 2 Monaten gepostet. Warum lässt man sich von KuchenTV abfacken? Es ist KuchenTV. Congratulations, you played yourself. Diese Dummheit kann man halt wirklich nicht mehr beschreiben. Ich meine, der Typ tweetet warum halt wirklich... Das ist der Punkt, warum lässt man sich von KuchenTV abfacken? KuchenTV. Ja. Die ganze Zeit über mich. Was für Komplexe hast du bitte, dass du dich die ganze Zeit mit mir beschäftigst und dich darüber abtriggerst, dass ich halt KuchenTV bin, obwohl du mich ja offensichtlich halt nicht leiden kannst. Ich meine, wenn es vernünftige Kritik wäre, okay, dann habe ich damit kein Problem. Aber das sind ja nur Hasspostings, die du machst. Warum? So, dann beschäftige dich doch einfach nicht mit mir. Wie bringt dich das im Leben bitte weiter? Aber hey, nicht von KuchenTV abhacken lassen. Yun Zhang Sung hat dazu übrigens noch gepostet, keine Ahnung, wieso er permanent dumme Aktionen bringt. Mit so einer Reichweite muss man doch wissen, dass das Aufmerksamkeit kriegen wird. Oh Mann, ich habe im Internet einen Arm nach vorne gehalten. Oh Mann, die Aktion war so dumm, das hätte ich ja direkt checken müssen. Ich sag dir mal in den Worten von... Ich hab im Internet was gemacht. Ja, man sollte im Internet generell nichts machen. Ja, das versteht immer irgendjemand falsch. Auf Twitter löscht Twitter einfach, das ist das Beste. Das ist Twitter einfach. Ja, ich weiß auch nicht, Twitter ist so ein Scheißhaufen. Aber ich liebe es. Ich liebe es trotzdem irgendwie. Noah, was du jetzt tun solltest, Junge. Hast du recht, dann lass uns da was schnell unternehmen. Und auf korrekt beim Thai-Boy eine Bestellung aufgeben. Ich mach da mal den Anfang, Nutte. Soll das ein Web sein? Jemand hat geschrieben, dass ich ja gar kein Nazi sein kann, aufgrund meiner Videos, die ich so mache. Seine Antwort dazu ist, er spielt mit dem Scheiß, somit lockt er andere Menschen an, die das witzig finden. Was ist daran schwer zu verstehen? Man kann auch ein Rassist sein und eine andere Partei wählen, das hat nichts damit zu tun. Okay, also weil ich früher ein paar schwarze Humorwitze gemacht habe, spiele ich jetzt also heute noch mit dem Image des Nazi-Seins. Dazu kommen wir halt später noch. Ein anderer Nutzer hat ihn halt dann darauf hingewiesen, dass ich mich ja sehr oft gegen Rassismus und sowas ausspreche und er anscheinend halt Witze nicht von ernsthaften Aussagen unterscheiden kann. Sein Argument ist jetzt, seit wann ist ein Hitlergruß witzig? Bro, ein Hitlergruß ist überhaupt nicht witzig. Das hat doch überhaupt keiner gesagt oder behauptet. Es geht ja auch nicht um einen Hitlergruß, weil niemand irgendeinen gemacht hat. Ja, bei Jan Böhmermann ist es witzig. Der spielt ja ab und zu mal, der spielt ja sogar Adolf Hitler, der verkleidet sich ja sogar als... Ich weiß nicht, ob der Hitler grüßt. Ich hab da von dem noch nie wirklich eine Folge geguckt. Aber ja. Sein nächstes Argument ist, dass das ja auch gar nicht gespiegelt sein kann, weil die 030 auf der Hose ja richtig geschrieben ist. Ja, richtig. Also wenn man komplett blind ist, dann ist das wahrscheinlich auch so. Allerdings steht auf dieser Hose A3B, weil das halt die Marke von dieser Hose ist. Was für 030? Der Typ, der die ganze Zeit mit ihm diskutiert, konnte dann halt auch beweisen, dass dieses Logo im Video gespiegelt ist. Und zwar, indem er halt das richtige Logo dazu gepostet hat. Er wurde jetzt also auch hier wieder ganz klar mit Fakten besiegt. Und was ist seine Antwort darauf? Sure. Einsicht? Könnte man meinen, aber er schreibt, macht es trotzdem nicht besser. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, jetzt mal ernsthaft. Der Typ meint dann noch, dass ich ja mega mit diesem Image spielen würde und hat dann halt ein paar Videos gezeigt, die ich hochgeladen habe. Bei dem Video, warum der Islam nicht zu Deutschland gehört, habe ich ganz klar gesagt, dass jeder Mensch, egal welche Herkunft oder Religion, er hat zu Deutschland gehört. Ich habe... Für die, die gerade jetzt erst eingeschaltet haben, KuchenTV ist ein Nazi. Darum geht's hier. Twitter regt sich mal wieder auf. Twitter. Sehr schön. Ich habe gesagt, dass generell keine Religion zu einem Land gehört. Weder der Islam, noch der Christentum, noch das Judentum oder irgendeine andere Religion, da Staat und Religion zu 100% getrennt sein sollten. Das ist auf jeden Fall eine sehr rechte Meinung zu sagen, dass jeder Mensch, egal welche Herkunft oder Religion er hat, zu Deutschland gehört. Schlimm. Scheiße, Mann. Das mit dem ICE, ja, das Thumbnail habe ich danach auch geändert. Ich glaube, das ist echt so ein Bild, was auch oft so von Rechten und Nazis benutzt wird. Das tut mir leid, ich mache die Thumbnails nicht selber. Ich habe das irgendwie übersehen und tut mir auf jeden Fall leid.
Zeit. Den Fehler sehe ich sogar ein. In dem Video habe ich was gegen den Islam, bin ich ein Nazi, habe ich mich halt ganz klar gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ausgesprochen. Und ich meine, auch da ist halt weder der Thumbnail noch der Titel in irgendeiner Weise rassistisch oder sonst irgendwas, da ich ja einfach nur Fragen gestellt habe, die ich im Video beantwortet habe. Also. In dem Video, wer ist schlimmer, Nazis oder Islam? Ich meine, da kann man mir sowieso nicht vorwerfen, dass ich ein Nazi bin. Ich habe es schon mehrfach gesagt, kommt auf euer Leben klar. Wenn ihr Zeit habt, euch über sowas aufzuregen und die Energie habt, euch über sowas aufzuregen und ist, sucht euch einen Job, sucht euch eine Freundin, sucht euch ein Hobby. Es ist einfach, es ist, wenn man sich von sowas triggern lässt und auf Twitter darüber hatet, das ist, sucht euch ein Hobby, vor allem das als erstes, sucht euch ein Hobby. Dann sucht euch einen Job, dann sucht euch eine Freundin. Werdet glücklich. Das ist. Alter, manche Leute gibt's. Nazi bin. Ich meine, ich sage doch selber, wer ist schlimmer? Als ob ich als Nazi sagen würde, ja Mann, Digga, wir sind mega schlimm. Aber wen findest du schlimmer? Mich oder Leute vom Islam? Das ist halt absolut dämlich. Das macht halt wirklich überhaupt keinen Sinn. Oder er meint natürlich das Thumbnail, denn ich küsse darauf einen Deutschen, keinen Ausländer. Scheiße, bin ich rassistisch. Sein Argument, warum das Ganze jetzt rassistisch ist, ist übrigens folgender. Ja, das Ding ist ja, der Thumbnail und der Titel, das ist genau wie wenn man die ganze Zeit rassistische Sachen sagt und am Ende sagt, jo, das war alles nur schwarzer Humor. Okay, es ist also rassistisch, wenn ich im Titel die Frage stelle, ob ich ein Nazi bin. Was soll ich dazu noch sagen, Bro? Kein Plan, ob der Typ trollt oder das ernst meint, aber du solltest dich wirklich mal mit Bildung befassen. Sein letztes Video ist übrigens noch das Werk, was ich auf Eikuchen hochgeladen habe, wo ich tatsächlich darüber gesprochen habe, dass ich ja früher mal so ein Pedo- und Nazi-Image hatte und warum ich mir das damals so ein bisschen aufgebaut habe, indem ich halt ein, zwei Mal sowas gesagt habe, wie, ja, ich bin ja voll der Nazi, so richtig cringy wie so ein 15-Jähriger halt. Ich meine, wann war das? 2015? Das Video und dieses Image ist halt überhaupt nicht mehr aktuell. Das hat gar nichts mehr mit dem heutigen Huren-TV zu tun. Wie kann man denn Dinge so krank aus dem Zusammenhang reißen? Aber der Typ hat natürlich auch recht. Guck mal, wie unschuldig der juckt. Der kann keiner sein. Provoziert die ganze Zeit mit so Scheiße und kriegt dann den Stempel ab, womit er selber klarkommen muss. Right Privilege. Stimmt, mit Faust wäre es White Power. Ich meine, schaut mal, wie ich gucke. Ich meine, natürlich will ich damit provozieren und Nazi sein. Ich hab ja, klar, so ja klar, ich selbst bin auch der... Ich bin der komplett weiße privilegierte Mensch. Das ist, ich bin Mann. Ich bin weiß. Das reicht eigentlich schon. Das ist natürlich halt reicht schon. Ist fertig. Ist vorbei. Und ich habe reiche Eltern. Das ist fertig. Ich brauche mir keinen Kopf zu machen, dass ich das eine Armut leide und so weiter. Das ist, ich bin halt einfach. Stimmt, das ist ja auch richtig, das ist ja auch richtig so, da in dem Punkt ist ja richtig so, ich bin ein weißer, privilegierter Mensch. Das sind wir alle. KuchenTV ist auch ein weißer, privilegierter Mensch. Er ist Mann und weiß, das reicht aus. Fertig ist. Ich hab richtig gedacht. Ja, Mann, Digga, die Twitter-Community wird todes ausrasten. Ach, Junge. Es gibt natürlich noch andere Leute, die kompletten Bullshit gepostet haben. Zum Beispiel sowas wie, hättet ihr nicht die Linke nehmen können? Ich meine, ich erspare euch das mal lieber. Die Linke landet in deinem Gesicht. Nur Spaß, Digga, war nur Spaß. Bitte nicht anzeigen. Am meisten getroffen hat mich natürlich, ich vergesse immer, dass der Typ Vater ist. Stimmt, ein bisschen Spaß mit seiner Freundin zu machen, indem man einfach mal guckt, wer länger einen Arm ausstrecken kann. Ja, da kann man schon mal vergessen, dass der Typ Vater ist, weil das ja das Schlimmste ist, was man machen kann auf der Welt. Schlimm, ich meine, im Gegensatz zu deinen Eltern kümmere ich mich wenigstens um mein Kind. Zum Abschluss kann ich halt einfach nur nochmal sagen, wenn euch sowas wirklich triggert oder aufregt, dann bin nicht ich das Problem, sondern ganz klar eure Denkweise. Ich meine, es ist natürlich Twitter und das sind halt ganz offensichtlich Leute, die sowieso ein schlechtes Bild von mir haben und da gar nicht objektiv drauf gucken. Die wollen nicht argumentativ schauen, okay, hat KuchenTV hier recht oder unrecht, sondern die wollen mich einfach schlecht dastehen lassen. Das sieht man halt deutlich, wenn man deren Twitter und deren Tweets gegen mich einfach mal durchguckt. Vielmehr kann ich dazu auch nicht sagen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ach, KuchenTV, verdammter Rassist. D-Abo, warte Sekunde, habe ich, ich schreib's, geht ja gar nicht. ja, Mensch, Leute.